go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and not work on my craft. Und damit hallo, hallo und herzlich willkommen zur Rangliste aller Elite-Spieler von mir hier. So schaut's aus. Ich versuche mal alle 12 Spieler in eine Reihenfolge zu bringen. Ich sage da rein meine Meinung nach, gerne dazu schreiben, ob ihr das auch so empfindet. Los geht's, viel Spaß. Da auch natürlich, wenn ein Lieblingsspieler von euch dabei ist, dann macht euch den selbstverständlich. So, fangen wir an. Also mit mehr den ganzen Zielen, die man abschließen kann, hat man ja mehr oder weniger die Chance von den ganzen Collectibles, Power-Up-Collectibles, sich den Spieler mehr oder weniger, nicht ganz, aber zumindest fast umsonst zu bauen. Deswegen Rangliste aller 12 Spieler. Auf Platz 12, wer mich mittlerweile kennt, der weiß, wer da ist, dann habe ich den 93er Shesterkin von den Rangers. Klar, wie gesagt, ich würde mir niemals mit Collectibles oder über den Collectible wegen den Goalie bauen. Das macht man meistens mehr Verlust, als man damit investiert hat. Und ja, hilft euch auch nicht groß weiter. Deswegen würde ich mir, wenn dann einen kaufen oder auf Glück zieht man einen, dann ist man nur gefrustet, wenn man sich so einen teuren Goalie baut und dann ja, der für einen nicht gut hält. Deswegen würde ich es niemals empfehlen. Hier, Shesterkin habe ich auf Platz 12, weil er eben nur 1,85 groß. Sonst an sich gute Fähigkeiten, gute Werte, aber wie gesagt, die Größe ist halt in diesem Spiel leider immer noch ausschlaggebend, meiner Meinung nach eben, dass halt so ein Goalie dann eben in den Ecken oben und unten zerpflückt wird. Dementsprechend auf Platz 11 haben wir Ilya Sorokin von den Islanders. Ist nur ein Platz weiter oben, weil er zumindest noch 6 cm größer ist. Auch hier Fähigkeiten, die Werte an sich, alles top. Wie gesagt, das Einzige hier, der ist ein Tick größer, deswegen, wenn ich einen von beiden wählen müsste, wäre es in dem Fall Sorokin. Auf Platz 10 habe ich den 93er Erik Karlsson. Ich habe es auch schon mehrmals gesagt, der ist eigentlich ein Stürmer, der aber dann Verteidiger spielt. Bringt auch keine Fähigkeiten mit, wo gerade den körperlichen Nachteil mit 1,83 und 86 Kilo nochmal wettmacht. Klar, auch hier sind die Werte top mit Beschleunigung bei 96 und Tempo bei 96. Auch der Schuss im mittleren 90er Bereich ist in Ordnung. Aber wie gesagt, für einen Verteidiger macht es für mich ein bisschen mehr aus. Und wie gesagt, gerade wenn man eben kleiner und schmächtiger vom Gewicht her ist, braucht man eine Fähigkeit wie Wildheit oder Shutdown, um das Ganze noch ein bisschen auszumerzen. Das hat er hier leider nicht, von dem her ist der auf den unteren Rängen. Und selbst in diesem Event gibt es zwei rechtsschießende Verteidiger, die besser sind wie er. Auf Platz 9 habe ich den 93er Josh Morrissey. Auch hier gleiches Problem wie bei Karlsson. Also man hätte ja beide auch tauschen können, mehr oder weniger. Mit 1,83, 84 Kilo keine Fähigkeit dabei, die noch einen Tick besser macht. Und auch linksschießende Verteidiger haben halt en masse im Spiel. Also auch deutlich bessere, schnellere, größere, mit besseren Fähigkeiten. Von dem her auch der hier auf einen der unteren Ränge. Auf Platz 8, der 93er Elias Pettersson von den Vancouver Canucks. Ist hier als Center angegeben, hat aber nur 90 Fatal Rating, auch da keine Synergie dabei, wo das Ganze noch höher bringt. Auch genauso kein Blitzschuss dabei, was noch besser macht. Von dem her muss man schon fast zwangsweise am rechten Flügel einsetzen. Damit 94 Beschleunigung, 94 Tempo ist okay. Hat auch eine gute Größe, aber mit 80 Kilo, mir kommt der immer recht schlaksig vor. Klar, Urgewalt und Kreisel sind hier nochmal ganz gut anzuwenden, aber der hier auch einen von denen, wo ich auf den unteren Rängen sehe. Auf Platz 7 der 93er Clayton Keller von den Arizona Coyotes. Auch hier Größe und Gewicht natürlich ein Faktor, 1,78 und 81 Kilo. Kommt aber mit Synergien zumindest auf 99 Tempo. Das ist nochmal ein Vorteil gegen zu Pettersson. Und eben diese neue Alles-Abschütteln und diese Alles-Abschütteln-Fähigkeit soll sogar der neue bringen. Ja, der neue Scheiß, wie ich immer sage, sein. Von dem her habe ich den höher eingerankt als Pettersson. Auf Platz 6 Kirill Kaprizov von den Minnesota Wild, rechter Flügelspieler. Auch hier 1,78, sein Vorteil sind natürlich die 92 Kilo. Das heißt, er ist nicht ganz so leicht wegzubewegen wie ein Keller mit 81 Kilo. 95 Beschleunigung, 95 Tempo auch top. Kann man ja auch noch die Räder anmachen, würde ich jetzt wahrscheinlich geil machen. Der geht auch ohne Fähigkeit, von dem her der noch einen Tick weiter oben wie die anderen zwei. Platz Nummer 5 geht an den 93er Charlie McAvoy von den Boston Bruins, eben auch rechtschießender Verteidiger wie Erik Karlsson. Er bringt außer die paar Kilo und mehr, die er noch hat, eben ja auch schneller Pick und goldenen Shutdown mit. Das ist eben der Unterschied, warum der weiter oben gerankt ist als Erik Karlsson und auch eben auf der anderen Seite Josh Morrissey. Auf Platz 4 der 93er Mikko Rantanen von meiner Avalanche, rechter Flügelspieler, eben mit 1,93 und 97 Kilo, nochmal eine andere Gewichts- und Größenkategorie wie alle Kollegen, die wir vorher hatten. Dazu mit Golden Urgewalt ausgestattet, gerade in den höheren Divisionen, wo es, sag mal, nicht nur darum geht, den Flügel lang zu pacen, aber wobei der hier auch auf 96 Tempo kommt. Es sind solche größeren doch etwas, ja, ich sag mal, behäbigen Spieler, aber eben aufgrund der Größe, Superschuss, noch ein Vorteil, deswegen Mikko Rantanen auf Platz 4. Platz 3 geht an Nikita Kucherov. Endlich haben sie geschafft, den mal einigermaßen Ausdauer zu geben. Die anderen kann man alle bei 82, jetzt sind wir bei 90, kommen mit Synergie noch einen Tick höher, können wir auf 92 gehen. Auch hier goldene Urgewalt macht dann die körperlichen Defizite bei 1,80 und 82 Kilo wieder ein bisschen wett. Schuss im hohen 90er-Bereich, Hände sind in Richtung perfekt. An sich sehr gute Karte und auch hier bin ich mir ziemlich sicher, dass man die danach im Nachgang dann zur Team of the Season eintauschen kann, wenn man diese 93er-Karte besitzt.
Bleiben noch zwei Spiele übrig, da kann man jetzt drüber diskutieren. Wie gesagt, ich finde, es sind beides Must-Make-Spieler. Wir haben weniger gute rechtsschießende Verteidiger als linksschießende Verteidiger. Von dem her kann man Solier Hamilton auf die Nummer 1 setzen. Auch brauchbare Center, die keine Teambuilder oder Power-Up-Icons sind, haben wir recht wenige. Deswegen wieder echt zur Debatte. Ich nehme mal auf Platz 2 Dougie Hamilton. Der ist 1,98 groß, heißt, da muss man erstmal vorbeikommen. Dazu mit 94 Beschleunigung und Tempo auch kein langsamer, schneller Pick, goldener Shutdown. Also eigentlich die perfekte Verteidigerkarte, wenn nicht sogar die beste, die wir gerade aktuell haben, die es überhaupt gerade im Spiel gibt. Auf Platz 1 lege ich den 94er Austin Matthews. Endlich mal eine brauchbare Matthews-Karte und auch eine Center-Karte, die wirklich gut ist. 99 Feather-Rating, goldener Blitzstart. Dazu Urgewalt, der könnte theoretisch so für den Rest vom Spiel in eurem Lineup sein. Auch noch hier die Alternative, man könnte auch auf dem rechten Flügel rausstellen mit 95 Beschleunigung und Tempo. Das wäre jetzt auch nicht schlimm. Klar, hier aufgrund der Fähigkeiten und des Feather-Ratings in der Center-Karte, aber trotzdem wandelbar. Solche Karten liebe ich. Das heißt, man kann noch zwei Positionen einsetzen oder verschiedene Positionen einsetzen. Von dem her hat Austin einen Tick Vorteil vor Dougie Hamilton, aber ich sage, das sind beides klasse Karten. Also wenn ich einen machen könnte, klar, wenn ich einen Stürmer brauche, wäre es Austin Matthews, wenn ich einen rechtsschießenden Verteidiger brauche, die eben eh rar gesät sind im Spiel, wäre es Dougie Hamilton am besten. Ist immer natürlich beide dann schafft zu machen. Dann kam noch die Frage auf, was man den Spielern machen, beziehungsweise mit den X-Faktor-Karten machen, wenn man sie hat. Die meisten waren auf 89er, also zum Beispiel Sorokin und auch Card Resolve, wo man erstmal diese 12 Power-Up-Collectors braucht, um die anzugleichen, die 93er-Karten. Teilweise haben die 93er-Karten von der Elite-Serie aber so einen Vorteil noch, dass es dauern wird, bis diese X-Faktor-Karten dann auch nachziehen. Also von dem her, glaube ich, würde ich jetzt in dem Fall lieber den Downgrade machen, wo die Power-Up-Collectors dann in die Meisterheldenkarte investieren, sei es eben bei Card Resolve oder eben bei Sorokin. Ich glaube, Morrissey war auch noch so ein Kollege. Würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, als hier da nochmal mehr rein zu investieren, um den Upgrade zu machen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel von Curry Card Resolve, die Werte nebeneinander gesetzt. Ich hoffe mal, erkennt es. Die oberen Bewertungen sind die von der X-Faktor-Karte und die unten ist die von der 93er Elite-Serie. Also hier, man sieht, Beschleunigung und Tempo ist höher bei der Elite-Karte, die Ausdauer um plus 10 höher. Der Schuss von der Brezzo ist ein bisschen schlechter, auch komisch. Decking ist ein bisschen höher bei der X-Faktor-Karte. Bodychecking ist immer auch ein bisschen höher bei der Elite-Karte. Also Defensivbewusstsein ist 85 bei der Elite-Karte, das Einzige, was so wirklich raussticht, was bei der X-Faktor-Karte höher ist. Ich würde für den Rest des Spiels versuchen, möglichst die X-Faktor-Karten zu vermeiden. Klar, ein paar kann man natürlich noch machen, gerade wenn ihr keine Team of the Year-Karten habt. Ein paar gibt es ja auch, die man eben dann zur Team of the Season eintauschen könnte. Aber umso, wie man Doughty auch gesehen hat, umso höher die Karte geht, umso höher sind die Kosten dafür. Das muss man immer bedenken, dass man dann möglicherweise nicht mehr die ganzen Power-Collectibles herkriegt, um die ganzen X-Faktor-Karten abzugraden. Gleiches gilt natürlich auch für die Power-Up-Icons, die am 1. März dann wieder um plus 1 steigen werden. Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angelangt. Wieder vielen Dank fürs Einschalten. Sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao. Don't need no validation, no more medication, just try some